Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Schwindende Hoffnung anzunehmen bei Maiev Schattensang in Sturmwind an dieser Position. Also Burg Sturmwind hier ist die Folgequest von Das Wispern im Wind, gehört also auch zur Nachtkrieger Questreihe. Nehmt die Quest an. Als nächstes darf man mit Prophet Phelan sprechen, der gleich daneben steht. Nun gibt es gleich ein Video, sobald ich die Sprechblase angeklickt habe. Ich werde einfach mal die Klappe halten. Ich wünschte, die Dinge liegen anders, Hohepriesterin. Aber neben den Fronten in Arati und Sandala können wir uns keine Dritte an der Dunkelküste leisten. Mein Volk will Taten. Keine Ausflüchte. Wir legen nicht die Hände in den Schoß, während die Horde unser Land entweiht. Ihr habt mein Wort. Wir werden Tel Drassil zurückerobern, bevor der Krieg vorbei ist. Aber wir haben kaum noch Ressourcen und viele Opfer zu beklagen. Habt noch ein wenig Geduld. Nein. Wir werden nicht länger warten. Tyrande. Wir werden die Toten rächen. Und Sylvanas zeigen, dass sie noch nicht gewonnen hat. Und wenn die Allianz uns nicht helfen will, werden wir uns selbst helfen. Also, die hat ein bisschen sauer gewirkt. Beziehungsweise wütend. West ist bereit zur Abgabe. Ich verstehe. West ist abzugeben bei Maiev Schattensang in Sturmwind, an derselben Position, wo man sie angenommen hat, also Burg Sturmwind. Danke fürs Zuschauen, hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ciao!